Dann darf ich euch alle zur ersten PK nach dem ersten Spiel in der Meisterrunde begrüßen. Nach der Partie zwischen SC Weiche und VfB Oldenburg. Endstand 0:0, Halbzeit ganz überraschend 0:0. Ich habe beide Trainer hier, rechts an meiner Seite den Trainer von VfB Oldenburg, Dario Fossi. Links unseren Coach Thomas Seliger und wie es sich gehört, dem Gästecoach das erste Statement zum Spiel. Dario Fossi, deine Worte. Ja, moin erstmal in die Runde. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr intensives Fußballspiel gesehen, in dem wir uns so ein bisschen heute verloren haben bzw. angepasst haben. Wir sind eigentlich eine spielstarke Mannschaft und haben uns ein bisschen angepasst an Flensburg. Wir haben gesehen, dass Flensburg sehr viele lange Bälle spielt, wenn wir sie halbwegs anlaufen. Und das haben wir dann auch teilweise gemacht. Das wollten wir dann in der zweiten Halbzeit dann total umstellen. Das haben wir gemacht. Dann hatten wir 2-3 Chancen, in denen man auch mal ein Tor machen darf. Ich fand meine Mannschaft aus dem Spiel heraus schon sehr stabil, standen sehr sicher. Aber wir wussten natürlich auch, dass jeder Ball, der mindestens in unserer Hälfte ins Aus geht, ein Standard wird. Es wird eingeworfen, es wird eingeschossen. Ich spiele gegen Flensburg immer gegen die größte Mannschaft. Da stehen immer mindestens 7 Spieler, die sind größer als ich. Aber ich habe meiner Mannschaft halt auch gesagt, dass wir das auch annehmen müssen. Es gehört Charakter dazu, zu wissen, dass eine Mannschaft das gut macht. Also wir haben Respekt davor, aber wir können auch Charakter zeigen und uns dagegen stemmen. Wir haben uns in fast allen Bällen dann gut dagegen gestemmt. Bei 2 Situationen haben wir Glück. Da kam Flensburg durch eine Verlängerung gut an den Ball. Aber aus dem Spiel darauf standen wir schon sehr gut. Und ich bin mit dem Punkt trotzdem sehr zufrieden. Man fährt nicht nach Flensburg und knallt hier alles weg, nur weil man gerade eine gute Hinserie gespielt hat. Aber wir haben wieder 0:0 gespielt, wir stehen gut, wir spielen gut und das war ein toller Start. Wir wollten auch unbedingt als Mannschaft gerne gegen Flensburg starten, weil wir wussten, es ist ja von der Körpersprache her das schwerste Spiel. Und wir haben es heute überstanden und fahren zufrieden mit dem Punkt nach Hause und bereiten uns jetzt vor auf Ottensen. Vielen, vielen Dank. Ja, Thomas, dein Statement zum Spiel. Ich glaube, erstmal auch guten Abend, kann man ja schon fast sagen, die Runde. Ich glaube, dass Dario das ganz gut charakterisiert hat, das Spiel. Für meine Mannschaft oder für uns war es erstmal wichtig, ich habe gesagt, verlieren verboten, weil letztendlich wollen wir den Abstand irgendwann mal einholen und hätten wir heute das Spiel verloren, dann wären wir 7 Punkte weg gewesen, dann wäre das sehr, sehr schwer gewesen. Aber was mich einfach freut, klar, wir haben in der Vergangenheit nicht immer so performt, wie wir performen wollten. Die Mannschaft hat heute absolut Leben gezeigt. Sie hat alles in die Waagschale geworfen. Es war kein filigranes Spiel, nein, das war es wirklich nicht. Aber wir haben organisiert gestanden, haben auch nicht so viel zugelassen. Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Ich sag mal, wenn Torben Rehfeld vielleicht den eigenen Schuss nicht blockt, ist er vielleicht drin. So, und deswegen insgesamt am Ende raus, muss man sagen, war es in meinen Augen auch ein gerechtes Resultat. Wir können damit auch leben. Klar, man möchte immer gewinnen, das steht außer Frage. Uns fehlten heute auch der ein oder andere Spieler. Aber jeder, der auf dem Platz war, hat alles investiert. Die Jungs haben in der Woche im Training wunderbar gearbeitet. So, und das ist das wichtige Gesicht, was wir auch in der Zukunft zeigen müssen, um dann am Ende dann auch die Punkte einzufahren. So, und deswegen gucken wir jetzt positiv in die neue Woche und bereiten uns auf Hannover 96 vor. Danke. Danke so much. Mein Blick in die Presserunde. Gibt es Fragen dazu an die Trainer? Das ist nicht der Fall. Die scheint auch alles gesagt zu haben, wie ich schon gerade hörte. Gut, dann habe ich noch ein paar Informationen. Unser nächstes Spiel, sagte Thomas bereits, ist am 19.03. bei Hannover 96-2. Für euch geht es am nächsten Sonntag weiter gegen Teutonia zu Hause um 15 Uhr. Unser nächstes Heimspiel gegen Adler Delmenhorst ist dann am 26.03. ebenfalls um 13.30 Uhr, wo wir euch recht herzlich begrüßen würden und gerne begrüßen würden. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und vor euch noch alle ein schönes Wochenende. Dankeschön.